Hallo ihr Lieben, heute machen wir mal einen Weihnachtsstern. Ihr braucht einen Zollstock, Bindedraht und etwas Weihnachtsdeko. Ihr zieht einfach den Zollstock ein wenig auseinander, so im Zickzack, und dann formt ihr es zu einem Stern. Bisschen fummelig, aber geht schon. Und das Verbindungsstück hier, das macht er mit Heißkleber zusammen. Und als nächstes kommt dann Weihnachtsdeko rüber. Vielleicht Tannenzweige oder was euch einfällt. Und aufgehängt wird es dann natürlich hier oben. Und es darf ja nicht zu schwer sein, sonst klappt es wieder alles auf. So, die Stelle da unten habe ich jetzt mit der Heißklebepistole festgeklebt. Und das hält eigentlich ganz gut. Ihr könnt natürlich auch den Stern hier noch ansprühen in Silber, Schwarz, wie ihr lustig seid. Nur ich denke mal, wenn man dies hier jetzt da rumwickelt, dann sieht man sowieso nicht mehr viel von dem Zollstock. Die Verbindungsstücken hier, die habe ich jetzt alle doch noch fixiert mit Heißkleber. Das ist mir doch ein bisschen wackelig, wenn man den aufhängt und alles wieder zusammenbricht. So, nun kommt das grüne Zeug da drum rum. Ich habe die Girlande jetzt mit Heißkleber festgeklebt. Die ist 2,50 Meter lang. Und dann habe ich noch ein bisschen was übrig. Das lasse ich erstmal stehen. Vielleicht benötige ich das dann noch beim Aufhängen. Mit dem Draht, den ich da habe, kann ich dann irgendwelche Dekosachen dran anbringen. Und was natürlich noch schöner ist, wenn er dann noch hinterher eine Lichterkette drumherum macht. Ich habe einen Lichterkettenstrang genommen und bin von der Mitte ausgegangen und einmal drumherum. Dies packe ich immer in sein Säckchen, das kann ich dann hier festbinden. So verteilt sich das Gewicht und man kann es ganz gut verstecken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like gebt und vielleicht auch meinen Kanal abonniert. Tschüss und viel Spaß beim Nachmachen. Eure Angie.